Seit heute Morgen um 8 Uhr liegt die MS Wissenschaft in Esslingen. Die MS Wissenschaft hat eine Ausstellung an Bord zum Thema Meere und Ozeane, ihren Schutz und eine nachhaltige Nutzung. Der Besucher begibt sich hier auf eine Forschungsexpedition durch unterschiedliche Gebiete. Also wir stellen einmal die Hohe See vor, die Küste, die Tiefsee und das Eismeer. Inhalt ist die Entdeckung der Meere und Ozeane, wie die Ozeane unser Klima beeinflussen, wie wir die Ozeane als Rohstoffquelle benutzen können und wie wir sie sinnvoll nutzen und schützen können, ohne sie dabei auszubeuten. Die Wissenschaftsjahre sind eine Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gemeinsam mit Wissenschaft im Dialog. Zu sehen gibt es Exponate unter anderem vom Fraunhofer-Institut, Max-Planck-Institut oder der Leibniz-Gesellschaft. Wir Menschen produzieren ca. 3,5 Millionen Tonnen Plastikmüll am Tag und davon gelangt sehr viel in die Meere und Ozeane. Wir stehen hier vor dem Exponat Ein Meer aus Plastik und es soll uns zeigen, wie lange der Plastikmüll in unseren Ozeanen braucht, um abgebaut zu werden, beziehungsweise manche Plastikteile werden auch gar nicht richtig abgebaut. Man hat hier den Scanner und mit dem scannt man den Barcode und dann kann man sich die Informationen darüber abrufen. Das Längste, was sich hält, das ist das, was im Duschbad drin ist, Mikroplastik zum Beispiel. Das ist das, was so den Peeling-Effekt auf der Haut ausmacht oder was unsere Zähne zum Beispiel weiß macht in den Zahnpasta. Und da hat man noch gar nicht rausgefunden, wie lange das braucht, um abgebaut zu werden. Mikroplastik ist auch für uns schädlich, weil, wenn das in unsere Ozeane gelangt, ist es ein Fisch, es kommt über die Nahrungskette zu uns zurück, zu uns Menschen. Bei dem Mikroplastik können sich ganz viele Schadstoffe drumherum anlagern, deswegen ist es auch schädlich für uns. Auf der MS Wissenschaft kann man die unterschiedlichsten Informationen an interaktiven Stationen abrufen. Nachdem das Schiff letztes Jahr in Norddeutschland unterwegs war, tut es jetzt durch den Süden und hält unter anderem in Esslingen. Noch bis Donnerstag um 14 Uhr liegt die MS Wissenschaft in Esslingen an der Anlegestelle Färber-Törlers-Weg.